herzlich willkommen aus dem Friedrich-Ebert-Stadion hier in Hildesheim. Der VfL Oldenburg ist zu Gast. Und Pülm, unser Reisepartner, Bus, Flug und Schiff. Mit uns reisen sie super. Da, ja, dir präsidiert in dieses letzte Spiel 2014. Und hier das eigentlich schon eine Schlüsselszene im Spiel. Philipp Roca auf Omar Fahmy, der dringt in den Strafraum ein. Und die Nummer 14, achten Sie, zack, da liegt er. Aber kein Pfiff, der Schiedsrichter sagt weiterspielen. Und wir schauen drauf. Mit dem linken Knie trifft er den rechten Fuß von Omar Fahmy. Es hätte hier Elfmeter geben müssen. Sei es drum. Nochmal laufen sie an, die Jungs. Dominik Hartmann, aber ich nehme es vorweg. Es klappte heute einfach nicht viel. Hier, das hat zu lange gedauert. Der letzte Pass kam nicht an. Man setzte sich anscheinend selber ein wenig unter Druck, hier Platz 1 zu verteidigen. Der VfL allerdings, der zeigte, dass er im Abstiegskampf ja eine große Nummer ist in der Oberliga, denn ein Sieg musste heute her. Wieder Hildesheim. Omar Fahmy auf Philipp Roca. Und der bringt den Ball rein und da ist Niklas Kiene. Kiene, aber der kann den Ball nicht sicher unter Kontrolle bringen. Und der Torwart vom VfL, den werden wir heute noch öfters sehen. Jetzt wieder die Grünen von der Alexanderstraße. Aber Nils Zumbel kann hier gerade noch das Knie dazwischen werfen. Und Christoph Lange verletzte sich hier, konnte aber weiterspielen. Ja, der Supporters Club war auch wieder da und doch eine recht prunkvoll gefüllte Gegend, gerade im Friedrich-Ebert-Stadion. Der VfL 06 machte wieder mobil, nur heute zeigte sich die Domstadt-Elf von einer etwas anderen Seite oder von einer früheren Seite, wie man sich ja leider noch dran erinnert. Wieder Omar Fahmy, jetzt vielleicht nochmal ein Angriff, Flanke von der linken Seite, aber hier im Kopfball geklärt. Die Oldenburger jetzt wieder im Vormarsch. Über die linke Seite reingeflankt und dann der Kopfball in der Mitte ganz knapp vorbei am Tor. Also sie näherten sich langsam an. Aber hier, das zeigte man auch, wie hart dieses Spiel war. Böses Foul an Omar Fahmy. Naja, der Platz, der trug auch dazu bei. Und natürlich die Tabellensituation vom VfL. Jetzt aber wieder die Weißen aus der Domstadt. Und das ist Omar Fahmy und das ist wieder der Torhüter vom VfL. Dann gehen wir schon rein in die zweite Halbzeit. Ich nehme es vorweg. Der VfL hat eine einzige Torchance und die sehen Sie hier, denn das war das Tor. 1:0 für den VfL Oldenburg. Hier die Nummer 10, André Jädke, nimmt den Ball und setzt ihn hinten in die Ecke. Nicht zu halten für Nils Zumbel. Und das 1:0 muss man schon sagen, aufgrund der ausgeführten Konsequenz verdient. Dann Christoph Lange, die Chance, Panagiotidis, aber wieder der Torhüter dazwischen. Das ist auch eine der größten Chancen. Und wieder die Domstadt-Elf. Das hören wir jetzt sicherlich noch mal öfters. Das ist Philipp Roca. Aber der setzt hier den Ball drüber. Und er weiß, heute geht einfach mal nichts. Vielleicht jetzt noch mal. Das ist Dominik Hartmann. Schöner Schuss, aber wieder der Torwart zur Stelle. Heute verzweifelten die Domstädter an dem Schlussmann. Und Benny Plaschke ergattert sich hier den Ball, spielt raus auf Philipp Roca. Nochmal eine Chance, Roca. Ja, man will zwar sagen, der Torwart war mit den Fingerspitzen noch dran. Die anschließende Ecke, das ist Benny Plaschke. Oh, mit dem Kopf klappt es nicht. Was ist denn hier heute los? Wir wollen doch den Leuten etwas zeigen. Dann Omar Fahmy, nochmal im Angriff. Wieder Philipp Roca, natürlich der Motor da vorne im Sturm. Das ist wieder Omar Fahmy, legt raus auf Hartmann und dann wieder Plaschke und naja, natürlich der Torhüter vom VfL. Was denn auch sonst? Ja, was soll ich sagen? Angriff Domstadt 11. Es ging also doch ein Stück was nach vorne, aber hier Pippo Schlichting, der Rechte ist nicht unbedingt seiner. Ja, und dann war es das. 0:1 verloren zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Es war eine wichtige Partie. Man hätte Wintermeister sein können, aber trotzdem Platz 3 in der Oberliga. Und der gesamte Verein und die Mannschaft wünscht allen Fans ein tolles Weihnachtsfest. Und wir sehen uns beim EFI Cup wieder.